So, grüß euch Leute. Alle, die jetzt warten auf Mittelerde, Mordor, Schatten. Leider Gottes, ich nehme das jetzt mit dem Telefon auf, deswegen wackelt das jetzt auch so, ja. Nur damit ihr euch auskennt. Ich gehe da jetzt mal kurz rein auf meinen Kanal. Das löschen wir. So, wenn man da jetzt da schaut. Hier. Mittelerde, Mordor, Schatten, Part 8, 7 und 6. Die drei habe ich jetzt noch nicht veröffentlicht. Und wenn ich da jetzt runtergehe, das ist der Part, den ich heute rausgebracht habe. Mega Man 10 Let's Play, genau, Part 10 ist das auch. Ihr habt 25 Aufrufe gemacht und 3 Likes und es haben 4 Leute kommentiert. Und es haben welche gefragt, warum ich keine Let's Plays mehr von Mittelerde rauflade. Wenn wir da jetzt runter scrollen, sieht man, dass alles weg ist. Ja, YouTube hat leider Gottes mir meine ganze Playerliste gelöscht. Wenn ich da jetzt drauf gehe auf meinen Kanal. So, das sieht man da jetzt da. Hier. Schatten des Krieges. Hier. Wenn ich da jetzt drauf drücke, sind keine Videos vorhanden. Steht hier. Ja, warum? Das kann ich euch leider nicht sagen. Wahrscheinlich, weil das Spiel erst am 10.10. eigentlich veröffentlicht wird. Nehme ich einmal stark an. Und ich habe eine Verwarnung bekommen auch noch, ja, weil ich halt das Spiel raufgeladen habe. Ich kann es jetzt nicht sagen, ob es wirklich daran liegt, dass es eigentlich noch nicht draußen wäre. Ich kann es wirklich nicht sagen. Und ja, wie gesagt, die 5 Parts haben es mir runtergegeben, die anderen Parts haben es mir oben lassen, 6, 7 und 8. Wie gesehen hier. Und wenn ich da auf veröffentlichen drücke, lassen Sie das kurz drinnen und dann nehmen Sie es wieder raus und dann kriege ich wieder so eine Nachricht halt. Deswegen warte ich bis zum 10.10. halt und erst dann beginne ich die Parts wieder raufzuladen. Wenn ich da jetzt auf Raufladen drücke, also hochladen halt, und da raufgehe, na komm, lad schneller. Muss er sich wieder mit meiner Festplatte verbinden. Ich habe nämlich so eine externe Festplatte. So, das sind alle meine Videos, die ich noch nicht raufgeladen habe. Hellblade, Destiny, Mega Man, Wolfenstein, urviel Wolfenstein. Und da, ich habe mir es eh aufgehoben. Hier zum Beispiel, das ist Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5. Die habe ich halt schon alle raufgeladen, aber die haben es mir dann runtergelöscht. Warum auch immer. Wenn ich da jetzt drauf drücke, beginnt er mit dem Upload. Das steht jetzt da hier. Eine Stunde 6, eine Stunde, also ungefähr 2 Stunden dauert das. Deswegen habt ihr die Parts auch gestern nicht so schnell bekommen. Ich habe es nämlich gleich begonnen zum Aufnehmen und dann gleich begonnen zum Raufladen, während ich aufnehme. Und ja, keine Ahnung. Runtergenommen haben sie es trotzdem. Das Spiel habe ich allerdings trotzdem. Das habe ich hier. Schatten des Krieges halt. Und meine PlayStation halt. Also ich habe das Spiel. Warum ich es nicht draufladen darf und schon veröffentlichen darf, nehme ich wirklich stark an, weil heute der 7. ist und am 10., also am Dienstag, werde ich dann 6 bis 7 Parts veröffentlichen. Also ich werde dann nochmal probieren, dass ich es rauflade. Ich werde es jetzt da gleich mal lassen. 2 Stunden 7, das heißt, wir werden dann gemeinsam schauen. Da werde ich dann wahrscheinlich auch noch ein kurzes Infovideo machen. Und es wird dann da stehen, dass es ja, urheberrechtlich geschützt ist, dass ich es nicht zeigen darf. Also ihr habt eigentlich Glück gehabt, dass ihr die 5 Parts gesehen habt von mir. Aber ja, wie gesagt, ich muss halt warten. Ich muss leider Gottes warten. Ja, ansonsten bleibt's mir treu. Ich hoffe, die anderen Let's Plays gefallen euch trotzdem. Wir hören uns dann später wieder, so in 3 Stunden. Da werde ich dann noch ein kurzes Infovideo machen, dann werde ich das kurz herzeigen, dass das leider Gottes nicht funktioniert. Ansonsten wünsche ich euch was. Aber bitte, kauft euch das Spiel. Es ist wirklich geil. Und ich kann schon Festungen einnehmen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.